So Leute, guckt euch das an. Ist das nicht cool? Strand. Hallo YouTube, ich befinde mich in der oberen Hälfte von Deutschland in Siggen, weil ich eingeladen worden bin zur Jahrestagung des Siggener Kreises, einem Zusammenschluss von Pressesprechern, Wissenschaftskommunikatoren, Forscherinnen, Forschern, Journalistinnen, Journalisten. Und wir tauschen uns hier 3 Tage lang aus zum Thema Wissenschaftskommunikation. Tag 1 ist vorbei. Das sollte ich das mal zeigen. Ist sau cool hier. Das ist das Gut Siggen. Gehört der Töpferstiftung, die hat das zur Verfügung gestellt. Wir können uns hier austoben. Echt super. Oh, da vorne. Könnt ihr sehen. Da saßen wir gerade eben drin, bis eben der erste Tag ist vorbei. Ich habe heute Morgen einen kleinen Impuls gegeben zum Thema Open Science, ein bisschen MOOCs waren drin. Also Schwerpunkt Offenheit ist das Thema. Wir haben viel diskutiert. Es war gerade noch recht hitzig zum Thema, braucht es sowas wie einen zentralen Krisenstab in der Wissenschaftskommunikation. Echt spannend. Ich habe viel gelernt bis jetzt. Also viele Themen, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte, mit denen ich mich noch nie befasst habe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt gehe ich erstmal essen. Ich habe nämlich Hunger. Ja, so cool ist das hier. Ich habe jetzt gegessen. Ich habe gerade meinen Vortrag geschnitten. Ich werde ihn gleich auf YouTube hochladen. Das heißt, ja, wenn dieses Video hier online geht, dann gibt es den schon. Ich verlinke das einfach. Könnt ihr anschauen. Gleich geht es noch weiter. Es gibt gleich noch eine, ich glaube, es heißt offizielle Session im freien Format. Da geht es darum zu überlegen, was ist eigentlich das Verständnis des Selbstverständnis des Siggener Kreises. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja keine Ahnung davon habe. Ich bin zum ersten Mal da. Was da so für Ideen kommen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da so reinpasse. Ich fühle mich noch so ein bisschen fremd, eben weil ich von den Themen jetzt nicht wirklich so viel Ahnung habe und nicht den Durchblick, sondern nur von meiner kleinen Baustelle, von meinem kleinen Ausschnitt. Aber ich gucke es mir einfach an. Ich bin gespannt und werde berichten. Ist das nicht cool? Wir sind am Strand in Siggen, haben gerade einen Arbeitsspaziergang hinter uns. Das ist sowas wie ein World-Café auf Beinen. Das heißt, wir diskutieren ein Thema in einer kleinen Gruppe. Jemand notiert Sachen auf dem Klemmbrett, der wichtigste Mann, die wichtigste Frau. Und danach geht es zurück in andere Konstellationen. Der Mann mit dem Klemmbrett, die Frau mit dem Klemmbrett erzählt, was Sache war vorher. Und dann wird das Ganze fortgesponnen. Eine super Sache, kann ich jedem empfehlen. Probiert's mal aus, mir macht's Spaß und jetzt muss ich auch gleich schon weiter. Ende 2. Tag in Siggen. Ich habe es geschafft, mir tatsächlich innerhalb von einer Stunde bei unserem Arbeitsspaziergang einen Sonnenbrand zu holen. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, noch nicht. Wir gucken morgen einfach nochmal. Da sehen wir bestimmt. Es war heute ein bisschen anstrengend, weil wir wie am ersten Tag viele Themen besucht haben und nichts oder wenig in der Tiefe bearbeitet haben. Und ich hatte wieder das Gefühl, dass ich eigentlich mehr lerne, als dass ich was beitrage. Aber es wurde schon der Ruf laut nach neuen Themen und ich glaube, ich hatte eins der Themen, also Richtung Open Science, Citizen Science, die noch nicht so in der Tiefe bearbeitet wurden und gewünscht wurden. Wir gucken einfach mal, was morgen kommt. Ich bin gespannt. Ansonsten seht ihr, ich liege schon im Bett. Ich bin wirklich ein bisschen platt, auch wenn es erst knapp 10 Uhr ist. Ich lege mich schlafen und wir gucken nochmal auf Tag 3. So, Ende Tag 3 in Siggen. Heute war es richtig spannend. Heute haben wir an 6 verschiedenen Themen gearbeitet und auch was dazu zu Papier gebracht. Ich weiß nicht, wann es erscheint, wie es erscheint, ob es erscheint. Aber wenn, dann kriegt ihr es bestimmt mit. Schaut dann mal rein. Was ich auch spannend fand heute war, ich habe heute ein paar Kontakte geknüpft, die ich in Zukunft noch zugreifen werde. Das war heute so eins meiner, und das war heute mein Fazit. Kontakte geknüpft, richtig. Das war's heute schon. So, letzte Meldung von mir aus Siggen. Die Tagung ist vorbei, ich bin schon am Bahnhof. Und kurzes Fazit.
Ich glaube, es war noch nicht die Denkwerkstatt, die es werden sollte. Nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht im Feld der Wissenschaftskommunikation. Ich werde es beobachten. Ich werde machen, denn darum geht es mir häufiger. Geht es mir immer noch. Und das werde ich tun. Und seid gespannt, denn auch das hier ist Wissenschaftskommunikation, behaupte ich. Wer noch mehr erfahren möchte zu Siggen, der kann sich natürlich auch noch da meinen nicht ganz überglückten Vortrag anschauen oder da unten einfach noch die Hintergründe, die ich erzählt habe. Schaut doch rein. Oben, unten. Vortrag, Hintergründe. Gucke. Gut rein, gucke.